Seht ihr jetzt da richtige Farben? Genau. Ja. Ja. Okay, ja gut. Wir haben ja letztes Mal im Fotocafé über richtige Farben gesprochen. Und da war natürlich ein Thema, wie man, jetzt muss ich schauen, ist jetzt die Folie weitergesprungen? Ja, ist ja. Okay, super. Also da war natürlich dann ein Thema, wie man die wahren Farben seines Motivs aufzeichnet, indem man halt so eine Farbkarte verwendet, um die Kamera zu kalibrieren. Also der Auftrag ist halt, ich habe da ein Model mit einem grünen Oberteil und ich möchte genau exakt dieses Grün mit meiner Kamera aufzeichnen und dann mit einem Monitor, der für Bildbearbeitung geeignet ist, an diesem Grün sozusagen weiterarbeiten. Wer also letztes Mal nicht dabei war, ihr könnt euch die Aufzeichnung des Fotocafés vom letzten Sonntag auf der Homepage von der Wiener Fotoschule nachträglich ansehen. Ja, also das heißt, letztes Mal ist es darum gegangen, die Kamera und den Monitor zu kalibrieren, um sozusagen ein Bild dementsprechend farbneutral zu bearbeiten. Und heute ist das große Thema, dass man sagt, wenn ich jetzt fertig bin mit diesem Bild, wo dieses grüne Oberteil ist, möchte ich das Grün genauso schön beim Drucker haben. Ja, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, gehen wir jetzt einmal 100.000 Jahre zurück. Also unsere Vorfahren waren damals in den Wäldern unterwegs und die mussten halt relativ früh erkennen, ob jetzt hinter einem Busch Gefahr lauert oder etwas Essbares zu finden ist. Und wenn was Essbares war, dann musste man halt noch feststellen, ist es genießbar oder ist es nicht mehr genießbar. Ja, aufgrund dessen, also unserer Evolutionsgeschichte, haben wir Menschen ein unheimlich sensibles Farbempfinden entwickelt. Und da auf dieser Grafik ist jetzt einmal kurz aufgezeichnet, der Farbraum, den sozusagen der Mensch wahrnehmen kann. Ja, das heißt, der Mensch nimmt unheimlich viel unterschiedliche Farben wahr. Und weil ich vorher von dieser grünen Hölle in der Steinzeit erzählt habe, man sieht es auch da auf diesem Farbraum, der grüne Bereich ist da fast so groß wie der Bereich der restlichen Farben. Also wir haben aufgrund unserer Evolutionsgeschichte im grünen Bereich eine unheimliche Sensibilität entwickelt. Ja, und dann gibt es ja heute diese Geräte, mit denen wir auf der einen Seite Farben aufzeichnen, Farben bearbeiten und dann Farben dementsprechend auch ausgeben. Und verglichen jetzt zu unserer menschlichen Farbwahrnehmung sind halt die Geräte, mit denen wir heute, Stand der Technik, arbeiten, haben die halt nicht so einen sensiblen Farbbereich oder Farbraum. Um das jetzt in Zahlen auszudrücken, wenn ich zum Beispiel mit meiner Kamera im RAW fotografiere, habe ich eine Farbtiefe von 14 Bit zur Verfügung. Das heißt jetzt in der Digitalrechnung, wenn ich jetzt 2 hoch 14 potenziere, dann ist das ca. 16.000. Ich habe 3 Farbkanäle, Rot, Grün und Blau. Und es gibt sozusagen in Summe maximal 4,3 Billionen unterschiedliche Farbnuancen. Also 4,3 Billionen, das ist eine Zahl, die kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen. Und das Faszinierende daran ist, der Mensch ist da noch sensibler und kann noch mehr unterschiedliche Farbnuancen wahrnehmen. Und warum ist es jetzt wichtig, dass ich im RAW fotografiere? Und das ist jetzt sozusagen mein Tipp an euch alle. Wenn ihr Landschaften fotografiert und ihr habt also so ein Motiv, wo ihr sagt, da ist die Wiese und dann habe ich einen großen Teil von einem sehr homogenen Himmel, der in Wirklichkeit gar nicht homogen ist, sondern ich habe da oben ein relativ dunkles Blau und da unten am Horizont ein sehr helles Blau. Und dieser ganz feine Verlauf da im Himmel, den kann ich natürlich viel besser abbilden, wenn ich sozusagen 14-Bit-Farbtiefe, also 4,3
Billionen Farben zur Verfügung, jetzt auf dem Farbkanal gesprochen, 16.000 verschiedene Blauabstufungen, dann wird natürlich dieser Verlauf wunderschön abgebildet. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Bild an meinem Bürodrucker zu Hause ausdrucken möchte, da habe ich nur einen Farbraum von 8 Bit zur Verfügung. Das sind dann pro Farbkanal 256 Farbabstufungen. Die Zahl 256, die kommt euch ja vielleicht ein bisschen bekannt vor, ergibt dann in Summe über alle Farbkanäle 16 Millionen Farben. Das heißt, jetzt muss sozusagen der Drucker diese 4,3 Billionen Farben auf 16 Millionen Farben herunterrendern oder die Farben glätten. Und da entsteht halt dieser Qualitätsverlust, der sozusagen aufgrund der Technik heutzutage ist. Ja, und mich trifft es dann immer sehr hart. Zum Beispiel habe ich letzten Sommer dieses Bild aufgenommen. Dieses Bild habe ich im Steinernen Meer fotografiert. Das ist ein Gebirgszug in der Nähe von Zell am See. Da bin ich um 3 Uhr in der Früh gestartet. Der Rucksack war voll mit meiner Kamera, zwei Objektive, ein Blitz und noch ein Stativ und noch die ganze Bergsteigerausrüstung. Also der Rucksack war schwer. Mit der Stirnlampe bin ich da im Finstern aufgestiegen. Der Gipfel ist so 2400 Meter. Ich habe dann den Gipfel erreicht vor Sonnenaufgang. Und das große Glück war, dass ich sozusagen über den Wolken war. Und dann ist die Sonne aufgegangen und ich sage es euch, alle 10 Sekunden hat sich dieses Farbspektakel geändert. Die Wolken sind da drüber geflossen, die Sonne hat sich bewegt, die Wolken waren einmal kurz über der Sonne, dann wieder nicht. Also ich habe da in einer halben Stunde, glaube ich, 300 Fotos gemacht. Und dieses eine Foto ist natürlich auch dabei entstanden, da habe ich die Kamera auf ein Stativ gehabt, habe von da unten mit einem Blitz sozusagen mich anblitzt, damit ich sozusagen aufgehellt bin, weil sonst wäre ja nur eine schwarze Silhouette gewesen. Und dieses Bild war einfach der Renner für mich. Also ich erinnere mich heute noch gern zurück an dieses Farbenmeer, das ich dort oben erlebt habe. Das Traurige ist jetzt dann, wenn ich dann eingeladen wäre, über diese Bergtour einen Vortrag zu machen und dann ist in diesem Veranstaltungsraum ein Beamer zur Verfügung, der schon 10 Jahre alt ist, dann schaut halt dieses Bild sehr traurig aus im Vergleich, was ich halt damals erlebt habe. Ja, und nur als kurze Werbung am Rande, wer meine Naturbilder sich anschauen möchte, ihr findet meine Landschaftsfoto auf meinem Instagram-Blog, also auf Instagram unter Bader Image findet ihr meine Landschaftsbilder. Ja, also das heißt, letztes Mal schon besprochen, wir können sozusagen mit der Kamera das Bild farbneutral aufzeichnen, indem ich diese genormte Farbkarte verwende. Dann auf einem hochwertigen Monitor habe ich fast 100% von diesem Farbraum weiterhin zur Verfügung. Also das heißt, da kann ich ungestört weiterarbeiten. Aber dann beim Drucken wird es schwierig, weil der Drucker im Vergleich zur Kamera ist jetzt, also das ist jetzt der Farbraum, den der Mensch wahrnimmt. Dann habe ich da schon etwas kleiner die Kamera, Adobe RGB, und dann noch einmal kleiner den Drucker. Also das heißt, der Drucker kann nur diese Farben darstellen. Und da habe ich jetzt ein interessantes Buch gelesen. Und da war ein Zitat in diesem Buch, das hat mir sehr gut gefallen. Der schlimmste Fehler, der dir jetzt unterkommen kann, ist, dass du deine Idealvorstellung falsch oder unpräzise ist. Also meine Idealvorstellung früher war immer, jetzt habe ich das Foto super gefilmt, jetzt habe ich das Foto super bearbeitet und jetzt möchte ich das Foto genauso super ausdrücken. Und das ist die falsche Idealvorstellung und die ist unpräzise. Nämlich, wir können das gar nicht technisch realisieren, weil der Farbraum des Druckers deutlich kleiner ist als der Farbraum
der Kamera. Wir können uns aber annähern an ein sehr optimales Ergebnis. Und Oliver, dazu möchte ich noch ganz kurz einhaken. Ja, bitte. Gehst vielleicht um die eine Folie oder du, was du gerade weißt. Es ist ja immer der Frage, die Frage, warum druckt man eigentlich nicht in RGB? Wir konnten ja mit Rot, Grün, Blau auch drucken. Aber da gibt es dieses sogenannte Problem des Dirty Yellow. Das heißt, man würde kein schönes Gelb zusammenbringen. Und aus dem Grund hat man dann später diesen sogenannten Zmyk-Farbraum, den Druckfarbraum, erfunden, wobei diese ganze Umwandlung im Drucker passiert und der natürlich kleiner ist, nur so als Ergänzung. Ja, ja, danke. Also das Problem ist halt grundsätzlich, die Kamera zeichnet einen relativ großen Farbraum auf. Ihr habt es eben eingangs gehört, 4,3 Billionen unterschiedliche Farben. Und der Drucker schafft es halt nicht. Der hat einen deutlich kleineren Farbraum. Und jetzt kommen sozusagen meine Tipps, die ich über die Jahre gesammelt habe, um trotzdem ein relativ hochwertiges Ergebnis beim Druck zu erlangen. Das erste ist einmal, ich bearbeite meine Bilder, bis halt am Monitor für mich passen. Dann sage ich, okay, jetzt passt es, jetzt schaut super aus, jetzt speichere ich das in einem endgültigen Format ab und dann ist die Bearbeitung sozusagen für mich fertig. Wenn ich jetzt aber dieses Bild noch ausdrucken möchte, dann mache ich noch eine eigene Bearbeitung für den Drucker, um sozusagen die Problematik des kleineren Farbraums des Druckers sozusagen ein bisschen zu kompensieren. Und was ich da mache, ist zum einen die Tiefen ein bisschen aufhellen, also das Schwarz wird dann im Bild nicht mehr schwarz, sondern ein dezentes Grau. Ich schärfe die Bilder ziemlich stark nach, ich erhöhe die Sättigung und ich erhöhe den Kontrast. Dann schaut das Bild zwar am Monitor ziemlich unappetitlich aus, wie zum Beispiel auf diesen ganzen Fotoplattformen, wo die Leute ihre total farbgesättigten Landschaftsfotos hochladen. Mir wird es da immer ganz übel, wenn ich solche Bilder sehe, aber für den Drucker ist es dann einmal optimal vorbereitet. Und jetzt gehe ich nur weiter zurück. Ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich ausdrucken kann. Da kann ich zum Beispiel auf so einem Fotoautomaten ausdrucken. Da gebe ich euch den Tipp, dass ihr immer vorher einen kleinen Testausdruck macht. Also das heißt, ihr seid mit der Bildbearbeitung fertig, geht hin zum Fotoautomaten, macht einen Testausdruck, dann seht ihr die Differenz, dann geht es nach Hause mit dem Testausdruck und versucht sozusagen in der Bildbearbeitung noch einmal gegenzusteuern und dann noch einmal einen Testdruck herzustellen. Und wenn der dann einigermaßen okay ist, dann könnt ihr das Bild am Automaten größer ausdrucken. Genauso könnt ihr verfahren, wenn ihr sozusagen einen Internetdienstleister heranzieht, mit dem ihr sozusagen kooperiert und da auch wieder zuerst einen Testdruck in einem kleinen Format, dann gegensteuern und dann kann man es wieder in einem großen Format fürs Wohnzimmer ausdrucken lassen. Ja. Man kann aber auch mit der Bildbearbeitungssoftware eine Simulation ablaufen lassen. Das nennt sich in der Fachsprache ein Softproof, das heißt, die Bildbearbeitungssoftware zeigt dir, wie dein Bild auf dem Drucker und auf dem Medium aussehen wird. Dazu brauchst du aber das ICC-Profil des Mediums. Aber diese ICC-Profile kann man sich bei allen Druckdienstleistern herunterladen. Also wenn du sagst, du bestellst jetzt dein Landschaftsfoto bei Druckdienstleister A und möchte das auf dieses Papier ausdrucken, dann lädst du einfach von diesem Papier das ICC-Profil herunter, machst sozusagen in deiner Bildbearbeitungssoftware dieses Softproof und siehst, bist du zufrieden, brauchst nichts mehr machen, ist da irgendwas, gefällt dir nicht, die Kontraste zu schlecht, die Farben zu fahl, zu grau, ja, dann musst du halt nachsteuern noch. So hast du zu Hause nämlich auch schon Überprüfungsmöglichkeit. Also was meiner Meinung nach so extrem wichtig wäre, dass man einfach kommuniziert mit dem Anbieter und sie dort vielleicht einmal anruft, wenn man sich nicht sicher ist, weil aufgrund von Missverständnissen passiert eigentlich sehr viel Unsinn und es wird auch irgendwie Material verschwendet,
Also ich würde im Zweifelsfall einmal anrufen, vielleicht ist es eine Firma, die in Wien in der Nähe ist, wie Cyberlab, wo man mal hingehen kann. Also gerade bei speziellen Dingen erspart man sich da sehr viel an Ausschuss und auch an Kosten. Bitte, Oliver. Ja, ja, danke. Ja. Also das darf ich eine kurze Frage stellen? Ja, ja, klar. Und zwar, du hast jetzt einen Screenshot von Photoshop gezeigt. Ist das Softproof auch möglich, in Lightroom direkt zu machen? Ja, dann. Das werde ich zeigen im Lightroom. Ah, sehr gut, danke. Ja, also das hat der Karl vorher erwähnt, das Cyberlab, das ist sozusagen ein Store in Wien, da kann man dann sozusagen vorab mit den Experten dort vor Ort kommunizieren. Ja, ganz kurz, Oliver. Ja. Und zwar der Martin, könntest du mir erzählen, der Riesenprint bei Whitewall, das wäre sehr interessant. Wo ist der Martin? Warte, der hat schon ausgeschaltet. Martin? Na, dann schauen wir, dass wir nachher einer kriegen. Ja, gut. Na gut, dann mache ich weiter. Bitte. Seht ihr jetzt dieses Bild-Simulation? Jetzt bin ich da. Ja. Okay, wir haben nicht umschalten. Ja, Martin, und zwar interessant wäre jetzt deine Erfahrung mit dem riesigen Ausdruck im, du hast, erzähl das vielleicht, das ist sicher für alle sehr interessant. Also ich war mit dem Karl und mit dem Marc in Südtirol und habe dort ein Panorama von den drei Zinnen mit Sonnenuntergang fotografiert und das Bild habe ich zweimal in einer Größe von 1,50 m mal 50, einmal bei Cyberlab und einmal beim Whitewall ausdrucken lassen. Der Unterschied beim Whitewall habe ich es im glänzend ausdrucken lassen und beim Cyberlab in matt. Deswegen wollte ich gerade nachschauen. Und der Qualitätsunterschied war bei beiden nicht auffallend. Also ich habe das Gefühl, die sind beide gleichwertig. Ich bin bei beiden mit einem TIFF-Format hingegangen in einer Größe von, glaube ich, 400 MB oder was das gehabt hat. Und sie haben beide allerdings ein bisschen was nachgedreht, nämlich genau die Kontraste und noch irgendetwas, aber nicht viel. Und sowohl als auch, also auch bei Cyberlab. Ich habe mir dann die Dateien am USB-Stick angeschaut, die ich dann mitgenommen habe und habe eigentlich festgestellt, der Unterschied ist null. Also für mich, für meine Begriffe. Und vom Preis her sind sie eigentlich auch gleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe allerdings beim Cyberlab bei Whitewall einen Rabatt kriege, so quasi einen Neukundenrabatt. Aber ohne den Rabatt wären sie beide um ein paar Euro unterschiedlich gleich teuer gewesen. Ich glaube, man billig muss... Entschuldigung, lass dich noch ausreden, wart, dann sage ich noch was. Billig waren es beide nicht. Gut, aber das ist ja auch bei so einem großen Ausdruck und wenn es um eine gute Qualität geht... Diese Dienstleister haben sehr oft Aktionen, das heißt, ihr könnt es warten, bis eine Aktion ist und dann 20% abräumen, weil zum Beispiel, was ist HD Fotobuch? Fotobuch hat gerade eine Osteraktion, einfach nur schauen. Manchmal gibt es irgendwelche Gutscheincodes, da kann man dann natürlich auch noch sparen. Aber wenn man sich einen gescheiten Anbieter aussucht, macht das auf alle Fälle einen Sinn, weil man halt wirklich eine gute Qualität dann hat beim Ausdruck. Bitte, Oliver, übergebe ich dann an dich. Okay, ja, danke. Entschuldigung, darf ich noch was sagen? Was ich nie machen würde, ich würde das nie übers Internet bestellen in der Größe und der Qualität, weil einfach das Risiko mir jetzt groß wäre. Wenn du 300 Euro für ein Bild zahlst, dann will ich das vorher besprechen, ob das passt, ob die richtige Datei mit habe und dass die das eventuell am Bildschirm, am kalibrierten Bildschirm anschauen. Also das muss ich schon sagen. Weil das große Problem ist, bei den billigen Anbietern geht das automatisch ohne irgendwas in die Maschine. Das heißt, da ist überhaupt kein Mensch mehr dahinter und wenn das halt falsch ist, dann hat man Pech gehabt, dann kann man sich mit dir herumstreiten. Ja. Frage an den Martin noch. Ist Whitewall, gibt es da auch in Wien einen? Ja, ja, in der Walfischgasse. Also, nein, nicht in der Walfisch, in der Nähe von Schifferstock. In der Wollzeile. In der Wollzeile, genau. Ah, okay. Aber ja, sie sind auch nett und bemüht. Aber sie haben ein anderes Papier und einen anderen Druck. Weil der Cyberlab druckt meines Wissens selber oder beim Lambrecht in Innsbruck. Also die Cyberlab machen den Großteil selber und die Fotobücher machen sie in Innsbruck. Ja. Und Whitewall druckt in Deutschland und Whitewall hat den Fuji Ultra High Definition Druck und ich glaube, da sind sie aktuell die einzigsten.
Und ansonsten drucken die mit Canon oder mit Epson-Drucker. Also im Prinzip her haben wir die alle ähnliche Geräte. Mhm. Aber die Leute, die es bedienen, sind natürlich auch unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt zu Whitewall gehe, wenn ich zu Saal Digital gehe, wenn ich zu Photobook gehe, dann kann ich mich schon darauf verlassen, dass ich dort eine gute Qualität habe. Ja. Na, aber der Martin hat schon recht. Also du hast in Wien noch einen dritten, das ist der Salon Iris. Ja. Ist leider in Konkurs gegangen, Günther. Wolfgang. Bitte? Der Salon Iris ist leider in Konkurs gegangen. Das sind konkret, die gibt es nicht mehr, mehr. Das schon. Ja, die haben eine App programmiert und die wollten also eine App programmieren für Fotobuchbestellung und die hat es leider dann in den Konkurs getrieben. Okay. Na gut, dann nehme ich das wieder zurück, aber auch die haben eigentlich alle drei die Vorgangsweise gehabt, dass du für diese vor allem großen Fotos immer hinkommen musstest. Und das ist auch vernünftig. Genau. Ich finde ja gut so. Ja. Bitte, Oliver, dann bist du wieder am Zug. Okay, na, das ist ja das Tolle von einem Webinar, dass wir sozusagen, wir unterhalten uns in einem virtuellen Raum. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also das heißt, aufgrund dessen, dass der Farbraum eines Druckers deutlich kleiner ist als der Farbraum der Kamera, habe ich also in Erfahrung halt, weiß ich, dass ich sage, ich muss die Tiefen ein bisschen aufhellen, ich muss die Bilder deutlich nachschärfen, ich muss die Sättigung erhöhen und ich muss die Kontraste erhöhen. Dann schaut es zwar am Bildschirm nicht mehr schön aus, das Bild, aber beim Drucker kommt es einigermaßen akzeptabel raus. Ja, das mit den Testdrucks habe ich schon erzählt, dann das Softproof haben wir auch schon besprochen. Ja, dann hängt es natürlich auch ab, welches Medium ich bedrucke. Bei Acryl- und Hochglanzpapieren ist das eher unproblematisch. Also das heißt, da kann ich sozusagen 1:1 die Datei an den Druckdienstleister geben und das Ergebnis wird sehr hochwertig sein. Wenn ich aber auf Leinwand drucke, da muss man oft sehr viel nachsteuern, damit dann auch ein akzeptables Ergebnis am Ende des Tages rauskommt. Also bei der Leinwand möchte ich vielleicht dazu sagen, die Leinwand ist meiner Meinung nach sowieso kein Fotoformat. Es ist nur für unscharfe Bilder und da ist im Prinzip egal, was man drauf schickt, weil es bestimmen weder die Farben, es wird sehr weich. Also das heißt vielleicht für manche Hochzeitsbilder und so ist es eh schön, aber die Leinwand ist jetzt sehr gutmütig und die verzeiht fast alles. Ja, okay. Also das heißt, Hochglanzpapier und Acryl eher unproblematisch, diese Leinwandbilder, wo man sagt, man tut sich da kreativ noch ein bisschen austoben, wird es eher problematisch. Aber Oliver, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil, wenn es gestern mal zurück, bitte. Ja. Weil, also sagen wir so, die Reproduktion von Farben ist auf Acryl- und Hochglanzpapier am besten. Und bei der Leinwand ist sowieso, dass einfach durch die Textur der Oberfläche, dass halt das sowieso ein eigener Look ist. Und meiner Meinung nach eben nicht problematisch ist, weil es halt, weil es halt sehr, wie gesagt, gutmütig ist und man braucht wenig Auflösung. Und ich finde eher, dass bei Acrylbildern und so weiter, dass da einfach alles hundertprozentig passen muss, dass das Ergebnis wirklich stimmt. Also meine Botschaft ist halt, es hängt auch sehr vom Medium ab, dass ich bedrucke. Genau, das ist der Punkt, Oliver, genau. Ja. Das geben wir uns einigen. Gut, also das heißt, es ist nicht nur entscheidend, kleiner Farbraum, Drucker und welches Bild und welche Nachbearbeitung, sondern es hängt auch vom Medium ab. Ja. Und dann hängt es natürlich auch ab von der Druckerei. Das heißt, wenn man die Daten übergibt an die Druckerei, naja, ich produziere sozusagen mit meiner Kamera und mit Photoshop RGB-Daten, die muss dann die Druckerei in Druckdaten sozusagen konvertieren und dann entsteht halt der Ausdruck. Wenn du jetzt nicht selber dieses Dokument in diesen Druckfarbraum, also ZMYK, konvertierst, dann bist du halt wieder abhängig von der Druckerei und das kann man aber auch wieder lösen, wenn man sagt, ich möchte jetzt sozusagen Broschüren drucken und da kommen jetzt 10.000 Broschüren, werden da jetzt gedruckt, dann war es halt gut, wenn du beim Andruck dabei bist, weil wenn du sagst, na, da passt was nicht oder da passt was nicht, dann kann man noch ein bisschen nachsteuern, direkt an der Druckmaschine. Ja, oder man macht es halt wirklich safe, konvertiert selber das Dokument in diesen ZMYK-Farbraum und leitet dann der Druckerei ein Druck-PDF. Das ist sozusagen der Standard-Workflow. Und da kann natürlich die Druckerei definitiv ganz genau diese Farben, die dann in diesem Druck
PDF drinnen sind, 1:1 umsetzen und die Ergebnisse werden sehr hochwertig. Ich erzähle euch jetzt noch ein Beispiel. Ich produziere jedes Jahr einen sehr hochwertigen Kalender. Auf einem ganz hochwertigen Papier, da kostet alleine die Druckkosten von einem Stück des Kalenders über 10 Euro. Also ich bezahle im Einkauf über 10 Euro nur pro Stück für den Kalender, weil der Druck halt so hochwertig ist und das Papier so hochwertig ist. Und fürs Jahr 2020 habe ich einen Kaffeekalender produziert. Also da ging es bei den Bildern um Kaffee. Und da war ich halt irrsinnig sensibel bei diesen einzelnen Farbtönen. Also da dieses helle Braun, dann da, wo sich der Kaffee mischt und da das eher mittlere Braun und da das dunklere Braun. Ich habe die Bilder super bearbeitet, habe sie konvertiert in den Druckfarbraum, habe dem Drucker sozusagen oder der Druckerei ein Druck-PDF übergeben, bin dann hingefahren beim Andruck und die Farben haben nicht gepasst. Also ich war unzufrieden. Wir sind dann nochmal zurück zum Grafiker, auf den sein Arbeitsplatz gegangen, haben ein bisschen was an dem Bild geändert, sind wieder zum Drucker gegangen, haben wieder einen Andruck gemacht, wieder haben die Farben nicht gepasst. Also ich bin da sehr sensibel, weil dieser Druckjob, ich habe da über 100 Stück drucken lassen, das kostet dann über 1000 Euro, das ganze Projekt. Und wenn da die Farben nicht passen, lasst es nicht drücken. Dann hat dieser Mann auf der Maschine, der diese Druckmaschine bedient, das ist mein lieber Herr Koller, der hat dann gesagt, nehmen wir mal ein anderes Papier. Weil ich habe da ein Papier ausgesucht mit so einer rauen Oberfläche, dass das richtig edel wird. Und dann habe ich gesagt, naja, Sie sind der Experte, nehmen wir mal ein anderes Papier. Dann hat er das andere Papier reingelegt und oh Wunder, plötzlich waren die Farben perfekt beim Testdruck. Naja, aber Oliver, ich glaube, da ist auch wieder wichtig, dass man jemanden Zuverlässigen hat, der einem manchmal hilft bei so schwierigen Dingen. Weil wenn du da anonym irgendwo unterwegs bist, wirst du das Ergebnis nie kriegen. Genau, und das ist jetzt die nächste Botschaft. Also ich habe bei dieser Druckerei da in Salzburg den Herrn Koller. Und nur wenn der Herr Koller da ist und die Maschine bedient, dann gehe ich hin und lasse den Testdruck machen. Und ich gebe der Druckerei nur den Auftrag, wenn der Herr Koller auch den Druckjob dann macht. Also der, wenn er dann diese 100 Stück Kalender runterdruckt. Dann haben wir müssen natürlich, weil er hat ja da nur ein paar Bogen gehabt von diesem speziellen Papier. Das Papier haben wir dann müssen in Italien bestellen. Das ist dann 10 Tage später ist es geliefert worden. Dann bin ich nochmal in die Druckerei gefahren und dann waren einfach alle Bilder perfekt. Und ich zeige euch jetzt nur ein paar Bilder. Das ist das Jänner-Bild, Februar, März zum Beispiel. Da haben wir immer das Problem gehabt, dass da die dunklen Töne beim Druck total abgesoffen sind. Also das heißt, da hat man überhaupt keine Struktur mehr in dieser Schürze gesehen. Und da war zum Beispiel die Schärfe viel zu wenig. Und jetzt bei diesem Papier da aus Italien hat es dann super gepasst. Das Bild zum Beispiel war viel zu gelb. Das war viel zu bläulich und jetzt passt es. Das war viel zu wenig dynamisch, das Bild. Da habe ich extra hinten da die Säcke mit einem orangenen Blitz anblitzt. Dann ist im Druck super geworden. Und das war das Oktoberbild. Und ihr seht eh lauter hochwertige Bilder. Und ich bin jetzt irrsinnig happy mit dem Kalender. Und wenn ich jetzt zu potenziellen Kunden gehe, ich habe den Kalender halt immer mit, lege dem potenziellen Kunden hin und sage halt immer, schauen Sie, da ist mein Portfolio. Und es macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt auf einem iPad seine Homepage herzeigt beim potenziellen Kunden oder ob man halt in A3 ein Portfolio herzeigt mit einem dementsprechenden Papier. Oliver, ja. Weißt du, Oliver, bleib nur ganz kurz. Ja? Was schade ist, gell, du hast kein Foto drinnen mit dem fertigen Layout, weil der ist ja so toll. Das Layout von dem Kalender ist auch so schön. Das Nein, da habe ich in der Präsentation keins. Ich habe mir gedacht, dann wird die Präsentation noch länger und dann brauchen wir noch länger. Nein, aber du hättest ja auch ein Foto zeigen können, aber macht ja nichts. Nur vielleicht nur für. Kannst du mal aufrufen. Nein, aber ich habe sie das Ganze im InDesign produziert, gell? Und dann habe ich es im InDesign produziert, ja. Genau. Aber ich kann es auch Seiten her zeigen. Ja, später dann zeige ich euch das Bild her. Genau, wenn ich die Präsentation habe, dann suchst du das. Ja, gut. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist,
wer jetzt sozusagen bei der Bildbearbeitung tiefer eindringen möchte, wir bieten diese Woche wieder zwei Photoshop-Webinare an, eins am Dienstag und eins am Freitag. Ihr braucht nur auf die Homepage von der Wiener Fotoschule gehen und da könnt ihr euch die Details dann anschauen, was in den einzelnen Photoshop-Webinaren diese Woche als Thema ist. Ja, ich werde jetzt sozusagen mit dem ersten Teil jetzt einmal fertig. Falls jetzt noch Fragen von eurer Seite sind, bitte gerne. Ja, ich habe eine Frage. Hallo Oliver, servus Karl. Ja, hallo, grüß dich. Ich habe vor kurzem einen Bildband gemacht und musste dann im InDesign alles auf ZMYK konvertieren und da sind vor allem die blauen Farben abgestürzt. Glänzendes Blau wurde zu einem matten Blau und es war aber nicht möglich, das in irgendeiner Form zu kompensieren. Was ist da los? Sag aber, wie hast du das? Du hast es beim Export dann konvertiert, oder? Nein, ich habe es in Photoshop konvertiert. Schon in Photoshop, indem ich über auf ZMYK gegangen bin, auf den Farbraum ZMYK. Und da ist das Blau einfach abgestürzt. Aber normalerweise macht man es so, dass man in sRGB oder Adobe RGB bleibt und dann beim Export das Profil vom Drucker einbettet. Vielleicht ist das ja der Fehler gewesen. Ja, da hat mir der Drucker gesagt, mach das in Photoshop gleich selber, weil dann ist es besser, wie wenn es wir machen, weil das ist viel brutaler. Nein, aber normalerweise ist es ja so, dass sozusagen entweder hast du im InDesign das Farbmanagement dann nicht richtig aus- oder eingeschaltet gehabt, aber normalerweise ist es ja so, dass du im RGB oder sRGB produzierst und dann beim Export hinterlegst du sozusagen das Druckprofil und dann wird im letzten Schritt konvertiert, aber da werden wir mit dem Herbert Raffald reden, weil der hat so viele Bilder gemacht und mit Bergfotos und da werden wir den Herbert interviewen, mit dem rede ich morgen und da kann man da Bescheid geben. Ich habe das erst falsch gesagt, ich habe es nicht im InDesign konvertiert, sondern schon im Photoshop. Ja, das ist mir schon klar, aber nur wenn du zum Beispiel jetzt im InDesign dann diese Farbkorrektur, die Profilverrechnung nicht ausgeschaltet hättest, dann kann sein, dass der zweimal verrechnet, weißt du? Ja, aber wenn es in Photoshop schon das Blau abstürzt, dann muss also das Konvertieren in das ZMYK das Problem sein. Ne? Ja, aber du kannst nicht einfach nur umschalten auf ZMYK konvertieren. Ich glaube, dass das über das InDesign die professionellere und bessere Variante wäre, was besser funktioniert. Passt, danke. Aber Uli, da werden wir vielleicht nächste Woche mal telefonieren und ich rufe morgen sowieso in Herbert an. Ja. Und dann melde ich mich bei dir, gell? Sag dir mal einen schönen Gruß. Mach ich, ja. Okay. Darf ich noch zu dieser Thematik was sagen? Bitte, Oliver. Also, der professionelle Workflow schaut so aus, dass man sozusagen seine Bilder in Photoshop im RGB-Raum, Farbraum bearbeitet. Und dann werden diese Photoshop-Daten mit InDesign verlinkt. Also das heißt, der Grafiker verlinkt sozusagen diese Photoshop-Dateien und erstellt dann sozusagen das Layout in InDesign. Und wenn man dann sozusagen in InDesign den Export für den Drucker macht und beim Testdruck sieht man dann, okay, da hapert es jetzt mit Blau, mit den Blautönen, dann geht man einfach wieder in dieses InDesign-Projekt durch die Verlinkung, kommt man direkt gleich wieder in die Photoshop-Datei, macht dort eine Anpassung und verbindet es dann wieder mit dem InDesign-Projekt und muss halt dann wieder einen Testausdruck machen. Also ich bin auch beim Kaffeekalender viermal in der Druckerei gewesen und habe Testausdrucke gemacht. Ja, aber du hast dann Herrn Kohler. Und der Drucker. Du hast dann einen Herrn Kohler und wir nicht. Jetzt habe ich die Frage nicht bekommen. Ich habe gesagt, du hast auch einen Herrn Koller. Ja, ja, ja. Also der Herr Koller hat das an der Maschine noch nach. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Na, also das ist natürlich das Um und Auf, dass du sozusagen Leute am Start hast, die dir da unterstützen, weil ich bin kein Druckexperte und dafür habe ich halt den Herrn Koller, der das dann macht, damit ich glücklich bin am Ende des Tages. Ja, und da zum Beispiel kommt auch ein guter Grafiker ins
ins Treffen, wenn du nämlich einen guten Grafiker hast, der weiß dann zum Beispiel Bescheid, wie Papiere wirken, wie ist das mit dem Vorwurfdruck, wie ist das also mit der Konvertierung. Also ich habe eine Grafikerin und sie hat zu der Sorge zum Beispiel, unser Folder, den drucken wir bei der Online-Druckerei und die weiß ganz genau, die machen wir mal Druck-PDF. Die kann das dann auch drucken lassen, ohne dass ich da jetzt irgendwie Kopfstände mache und dann weiß ich, dass das hundertprozentig funktioniert. Also da sind eben Grafiker, die sich in der Druckgrafik gut auskennen. Wenn man da jemand hat, ist das immer eine tolle Sache. Okay. Super. Du Oliver, darf ich dann übernehmen, oder? Ja, warte, dann stopp ich da. Ja, gut. Ah, das wollte ich noch sagen. Also wer die Kaffeekalenderbilder findet ihr ja auch auf meinem Facebook-Blog. Also einfach auf Facebook bei Bader Images, da sind alle Bilder zu sehen. So, jetzt gebe ich ihm ein Bildschirm frei. So, sind wir schon im Vorbildmodus? Seht ihr mich gut? Ja. Ja. Sehr gut. Die erste Frage ist immer die Auflösung. Und zwar, in was für eine Auflösung sollte man jetzt Fotos zum Drucken schicken? Ich habe jetzt das nur mal exemplarisch herausgerechnet. Wenn ich jetzt ein 13x18 Foto hätte, bräuchte ich in Wahrheit nur 2126x1519 Pixel. Ich werde euch einmal anhand von einem Photoshop-Bild zeigen, wie man festlegen kann, in was für einer Größe man Bilder drucken kann. Ich muss nur geschwind einmal in Photoshop wechseln. So, seht ihr jetzt meine Photoshop-Oberfläche? Das haben wir immer noch im Lightroom. Ja. Seht ihr die Moschee? Ja. Okay. Und zwar, wenn ich hier auf Bildgröße gehe, dann sehe ich hier, das Foto hat 5184x3456 Pixel. Jetzt nehme ich hier das neu berechnen, Häkchen einmal weg. Und wenn ich jetzt mit 200 dpi drucken würde, dann käme ich auf eine Größe von 65 cm. Und wenn ich auf 150 dpi drucke, das heißt, wenn ich hier unten den dpi-Wert verändere, sehe ich dann oben, wie groß ich drucken kann. Und wenn ich jetzt ein Foto irgendwo zu einem Druckdienstleister schicke ich das normalerweise eigentlich immer in der vollen Auflösung. Das heißt, ich verkleinere das nicht. Ich verkleinere es auch nicht für ein Fotobuch, weil ich einfach dann eine Reserve habe und ich brauche nicht jedes einzelne Foto einzeln berechnen. Und es gibt jetzt das Missverständnis, wenn hier zum Beispiel 72 dpi steht, dann glauben manche Leute, man kann das nicht mehr drucken. Aber wichtig ist unterm Strich, sind hier diese 5100 Pixel. Also lasst euch da bitte nicht verwirren. Es ist immer wichtig, was da oben im Pixel steht. Das ist das einzig Ausschlaggebende. Was ist dann auch noch wichtig? Eine Empfehlung für Auflösung beim Drucken, was man dann nehmen sollte? Nein, man nimmt eigentlich immer 300. 300. Und was aber jetzt noch wichtig ist, ihr müsst aufpassen, das Seitenverhältnis in der Fotografie ist 3:2. Wenn ihr jetzt 10 mal 15 habt, dann hättet ihr zum Beispiel ein 3:2 Bild. Wenn ihr aber jetzt 13 mal 18 druckt, dann müsst ihr das Foto im Photoshop oder im Lightroom zuschneiden, sonst habt ihr nämlich habt vielleicht irgendwo eine weiße Fläche, die frei ist. Ich werde das dann auch noch im Lightroom-Teil zeigen. Dann die Olympus-Kameras, die Panasonic-Kameras nehmen im 4:3 Format auf. Das heißt, da muss ich dann das 4:3 Foto so beschneiden, dass es dann auf mein Bildverhältnis, also dass es auf mein 10x15 oder 20x30 Bild später passt. Und wenn ich dann jetzt das weitergebe, gibt es im Fit-In, das heißt, da wird das Foto zur Gänze ausgegeben. Und es kann eben sein, dass ich links und rechts einen Rand habe. Und bei Fill Out, da ist dann so, dass die Datei wird formatfüllend ausgegeben. Und es kann aber sein, dass links und rechts was weggeschnitten wird. Man muss aufpassen, man immer pixelgenau die Bilder dann ausgeben. Ich werde es dann bei uns auf der Homepage posten. Man kann sich so ein Testchart runterladen.
Und das habe ich zum Beispiel auch als Hintergrund auf meinem Computer. Und wenn ich dann die Helligkeit vom Monitor einstelle, dann sollte das Gesicht auf der linken Seite noch durchgezeichnet sein. Dann die Falte im schwarzen T-Shirt sollte noch erkennbar sein und der Grauverlauf sollte eine Möglichkeit neutral sein. Das wäre noch einmal zum Einstellen der Helligkeit, was so ein wichtiges Thema ist, was wir auch letzte Woche schon mal besprochen haben. Ich habe jetzt da exemplarisch zwei Hanemühle-Papier rausgenommen und das sind halt Baumwollpapiere. In dem Fall das Photorec Ultra Smooth ist tief matt oder extra glatte Oberfläche. Und die haben natürlich eine sehr geringe Textur, also für Feinart, Ausdrucke, Schwarz-Weiß und Farbe sind natürlich bestens geeignet. Dann das Bambuspapier, die Hanemühle Bambu, hat 290 Gramm und ist quasi das erste Feinart-Inkjet-Papier aus Bambusfasern und ist ressourcenschonend und ist natürlich besonders geeignet für warmtonige Farb- und Monochrom-Ausdrucke. Also es gibt Papiere von Epson, es gibt Papiere von Canon, von Moab zum Beispiel, das sind so teilweise mit Silber drinnen. Ich kann euch nur empfehlen, ich habe mich jetzt auf zwei Papiere beschränkt, also ich habe ein mattes und ein glänzendes und habe den ganzen Workflow auf diese zwei Papiere abgestimmt. Wenn ihr zu viele Papiere habt, ist das sehr, sehr umständlich, aber man muss dann noch viel mehr bedenken, also überlegt euch zwar maximal drei Papiersorten und auf diese Papiersorten stellt ihr einen Workflow ein und dann kann man das wirklich mit einem vernünftigen Aufwand machen. Bei den glänzenden Papieren gibt es das Fine Art Barita, das ist ein ganz neues Papier und dieses Papier wurde dem traditionellen Baritpapier nachempfunden. Das Baritpapier war sozusagen das Schwarz-Weiß-Papier der Fotografen früher in der Dunkelkammer, das man mit einer Mühle gepresst hat, das also keine, also das hat quasi keine Plastikanteile gehabt und ist archivfest und eben diese Baritpapiere aktuelle sind eben sehr lange haltbar, speziell wenn sie jetzt mit Big Band, also Tinten bedruckt werden. Und man kann sich ICC-Profile auch vom Hersteller herunterladen, da kann ich gerne noch was posten bei uns auf der Homepage, wo man die runterkriegt. Darf ich eine kurze Frage stellen dazu? Ja. Zum ICC-Profil vom Papier selbst, macht es oder ist es immer ein ICC-Profil vom Papier oder macht da der Drucker selbst auch noch, spielt ja auch noch mit? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel von CyberLab ein ICC-Profil runterlädt, das nimmt ja den Drucker quasi gleich berücksichtigt mit, oder? Na schauen Sie, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt einmal das richtige Papierprofil nehme, das wäre einmal der Schritt 1. Ja. Und jetzt könnte ich zum Beispiel dann, also es gibt in Wien gibt es die Firma Lee Wiener, das ist so ein kleiner Druckanbieter, dann gibt es Technicomp und dann kann man sich sozusagen, ich kaufe mir jetzt das Hanemühle Photorec und dann bekomme ich von denen eine Datei und mache einen Ausdruck. Und diesen Ausdruck bringe ich dann zu der Firma, zum Dienstleister. Der vermisst das dann und der stellt mir quasi dann auf meinen Drucker ein Profil. Das heißt, der Drucker hat einen Standardwert und mit dieser Datei, aber das muss die Datei, das ist eine ganz spezielle Datei, aber die kriegt man dann zugeschickt. Und das muss natürlich dann, ist aufs Papier bezogen. Das heißt, für jede Papiersorte musst du das machen. Weil über dieses Profil wird dann quasi die Abweichung von deinem Drucker zu einem Standardprofil abgebildet. Aber wenn ich jetzt bei CyberLab zum Beispiel oder bei einer anderen Druckerei drucke, da ist das schon berücksichtigt. Genau, weil die wissen ICC ja ganz Profil. Genau. Schau, die wissen ja, was für Papier und was für Maschinen sie haben. Ja. Und das ist quasi dann, das ist quasi die Korrektur von der Nulllinie. Okay. Wobei man sagen muss, also wenn du das richtige Papierprofil hast, also das ist schon einmal, das ist schon mal das Allerwichtigste. Und wenn du dann auch noch den Drucker profiliert hast, dann bist du wirklich top of the pop. Du bist Mercedes S-Klasse dann unterwegs. Aber du kannst da schon jetzt ohne einen profilierten Drucker schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Okay. Also wir haben diese ganzen Workflows komplett durchgespielt und ich habe es jetzt auch mit zwei Papiere, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Dann Softproofing, sage ich dann gleich noch was. Und
die Wiedergabepriorität oder der Rendering-Intent. Das hört man einmal wieder. Da gibt es eben den perzeptuellen und relativ farbmetrisch. Und perzeptuell hat quasi zielt auf den allgemeinen visuellen Abdruck ab, und um die Farben im Bild zu bewahren. Und es werden ja Farben, die außerhalb des Farbraums sind, beschnitten, und die versucht man in druckbaren Farben zuzuordnen, bis sie am ersten übereinstimmen. Und der zweite, der relativ farbmetrische, da werden Farben sozusagen, die sich außerhalb befinden, den nächsten reproduzierbaren Farben des Druckers zugeordnet. Und die Farben innerhalb des Farbraums werden nicht geändert. Und der Farbraum ist eher für sehr neutrale und schwarz-weiße Bilder. Also ich verwende eigentlich, ich würde mal sagen, zu 80% oder zu 90% den perzeptuellen Rendering-Intent, und der ist auch so eingestellt, und das würde ich auch so belassen. Also da sind wir jetzt schon sehr tief drinnen, und mit dem würde ich mich zu Beginn nicht belasten. Und was auch noch wichtig ist, eine konkurrierende Software, also dass ich nicht zu viele Programme habe, die dann gegeneinander spielen. Es gibt von Canon zum Beispiel das Print Studio Pro, das als Plugin im Lightroom, das werde ich dann auch zeigen. Es gibt von Epson eine entsprechende Software. Es macht wirklich einen Sinn, sich einmal das Handbuch des Druckers ganz genau durchzulesen und dann nicht da irgendwie, indem man Software verschränkt, die sich dann gegenseitig behindert. Das ist auch so ein Fehler, den ich sehr oft sehe. Beim Schärfen, die Schärfung ist auf die Größe bezogen, das heißt, je größer das Bild ist, umso mehr kann geschärft werden. Es gibt bei der Nikko Collection gibt es ein eigenes Schärfungstool, da kann man quasi einstellen, Inkjet, Betrachtungsabstand, Größe. Das ist meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Sache, und werde ich dann auch im Lightroom noch zeigen, wie man schärfen kann. Ich werde jetzt einmal in den Lightroom umsteigen. So, ist Lightroom jetzt sichtbar? Ja. Ja gut, weil ich habe nämlich nicht die Kontrolle. Wenn wir jetzt einmal da irgendein Foto nehmen. Drucken tue ich natürlich über das Druckmodul. Und das Wichtigste wäre einmal, dass ich einmal zuerst die Seite einrichte und den Drucker richtig einstelle. Das erscheint jetzt zwar sehr banal, aber Lightroom hat manchmal die unangenehme Eigenschaft, dass die Größe rausgeschmissen wird. Also ich fange immer auf der linken Seite an hier, und dann stelle ich mir zum Beispiel ein Paris Silk, weil das eine Papier, randloser Druck. Da habe ich Foto Glanzpapier Plus zugeordnet, Druckqualität hoch. Und bei den Optionen schaue ich immer, dass ich einen Vorschau vor dem Druckvorgang, und da habe ich noch Randlosdruck in dem Fall. Bitte aufpassen, Randlosdruck ist mit manchen Medien nicht möglich. Das ist vom Drucker abhängig, vom Druckertreiber. Weil manche Papiere, da lässt der Drucker nicht randlos drucken. Das hat mit der Saugfähigkeit am Rand des Papiers zu tun. Und wenn das dann einmal eingestellt ist, habe ich dann hier auf der linken Seite die ganzen Einstellungen. Ich zeige euch aber vielleicht vorher nochmal das Schärfen, weil das immer wieder gefragt wird. Beim Schärfen gibt es im Prinzip zwei Arten von Bildern. Es gibt die hochfrequenten Bilder, das sind Landschaftsbilder, Architekturbilder, das ist High Frequency, und dann gibt es Porträts, das wäre Low Frequency, also niedrigfrequente Bilder, wo zum Beispiel ein großer Hautanteil ist, der geschützt werden muss. Ich zeige euch zuerst einmal für die Landschaftsbilder. Das heißt, ich kann hier einfach einmal den Radius, den Betrag stelle ich so auf ca. 70. Der Betrag heißt, wie stark soll geschärft werden. Ich werde ein bisschen reinzoomen, damit man das Schärfen besser sieht. Da seht ihr, das ist schon relativ viel. Dann, wie viel soll ums einzelne Pixel geschärft werden? Da geht man so auf 1,2 bis maximal 1,4. Die Details heißt dann, wie stark werden hier diese feinen Strukturen dazwischen geschärft. Das kann jetzt hier bei so einer hochfrequenten Aufnahme ruhig ein bisschen mehr sein, und maskiert wird in dem Fall weniger.
Und ich mache dann auch immer mal einen Testdruck. Ich habe einen Canon Pro 1, wo ich auf A3 Plus drucken kann. Und da komme ich dann meistens schon ganz gut damit hin. Und wenn ich jetzt ein Porträtbild habe, ich habe da jetzt kein explizites Porträtbild, aber ich zeige es einfach anhand von dem Foto. Beim Porträtbild ist dann der Betrag geringer, der Radius ist höher, die Details werden weniger geschärft und es wird stärker maskiert. Das heißt, das wäre das Z für die Low-Frequency-Bilder, das heißt, da steht der Betrag links, Radius rechts, Details links, Maskieren rechts. Und bei der Landschaft ist es genau umgekehrt. Wenn ein Foto rauscht, dann darf es bitte nicht geschärft werden. Wenn ihr ein verrauschtes Foto schärft, dann wird das Rauschen geschärft und dann habe ich sozusagen, das ist nicht sehr, sehr sinnvoll, weil das ist komplett kontraproduktiv. Ich gehe jetzt noch einmal ins Druckmodul, weil das gehen wir ins Entwickelmodul. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Softproof einzustellen. Und jetzt kann ich dann hier eingeben, welches Profil ich gerne hätte. Das heißt, ich kann dann hier mein Profil einbetten. Hier habe ich den Rendering-Intent. Und im Drucken dann, wir machen jetzt nochmal ein Foto. So. Muss dann noch schön einmal das Ganze ins Querformat drehen. Hier kann ich dann einstellen, soll das Farbmanagement vom Drucker verwaltet werden oder will ich zum Beispiel ein Profil verwenden? Jetzt hätte ich hier dieses Canon Pro 1 mattes Fotopapierprofil eingebettet. Hier an dieser Stelle würde ich das einbetten. Wenn ich dann hier runtergehe, dann sehe ich die ganzen Profile, die ich zur Verfügung habe. Aber bitte hier nur, also auf keinen Fall, manche Leute stellen hier ein Monitorprofil ein. Wenn hier das Häkchen sitzt, dann werden die ganzen Monitorprofile, dann komme ich natürlich total schnell in die Problemarea. Also hier suche ich mir einfach das Papier an, das ich dann vorher ausgewählt habe. Und hier hätte ich noch die Möglichkeit der Druckanpassung mit Helligkeit und mit Kontrast, aber da wäre ich sehr vorsichtig. Also meine Bilder schauen eigentlich am Monitor sehr gut aus und sind jetzt nicht übersättigt und nicht überschärft. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, dass die Fotos auf Sicht anders hergerichtet werden müssen, wie sie später dann gedruckt werden. Und ich zeige euch noch, von Canon gibt es das Printjob, also Canon Print Studio. Geht einmal rein. Das ist ein Plugin von Canon. Und in diesem Plugin kann er ganz viele Dinge einstellen. Und ich kann dann zum Beispiel über dieses Plugin kann ich ja direkt drucken und habe eben die Möglichkeit, ganz, ganz viele Dinge einzustellen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Viele Leute wissen eigentlich nicht, dass es diese Software gibt. Ist gratis auf der Canon Homepage zum Runterladen und gibt sicher von Epson genauso, weil Canon und Epson sind eh die wichtigsten Druckerhersteller. Einfach einmal nachschauen beim eigenen Gerät. Und diese ganzen kostenlosen Zusatztool nutzen. Von Canon kommt jetzt ein ganz neues raus, das demnächst präsentiert wird. Da werde ich im Newsletter was drüber schreiben, also eine Verbesserung sozusagen vom Print Studio Pro. Aber wie gesagt, ich habe da die ganzen Druckereinstellungen und ich kann auch direkt aus. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ist das nur geeignet für den Pro 1? Nein, das geht für andere Drucker auch, Franz. Ich müsste jetzt nachschauen, aber das geht für fast alle keinen Drucker. Ja, das wäre interessant. Da kannst du mir eine E-Mail schicken an die Info at Wiener Fotoschule oder ich poste es dann bei uns in die Kommentare beim Fotocafé. Das wäre nicht schlecht. Ja, gerne. Weil, wie gesagt, diese Software ist so praktisch und wenig Leute wissen, dass die eigentlich gibt, was sehr schade ist. Und ich denke mal, wenn die Hersteller sich da schon so Mühe machen, und natürlich ist auch jede Firma interessiert, dass sozusagen auch die Geräte die allerbeste Qualität ausdrucken, die möglich ist. Und dieses Print Studio gibt es auch standalone, das heißt, es ist nicht nur
ist nicht nur für die für Lightroom, sondern ich kann auch aus dem direkt drucken. Gibt es einmal soweit von eurer Seite Fragen? Wer druckt denn selber? Ja, ich drucke selbst. Ja. Und ich muss sagen, ich drucke über den Lightroom. Ja. Habe das Canon-Profil drinnen. Ich drucke das mit drei verschiedenen Canon-Papieren, also mit den matten und mit den glänzenden. Dann mache ich einen Softproof über den Lightroom, tue das angleichen an das jeweilige Medium und die Ergebnisse sind an und für sich sehr gut. Weil, was nämlich das Tolle ist, im Softproof, wenn ich das Beschneidungswerkzeug aufrufe, dann würde ich ja sehen, was außerhalb vom Druckvorraum ist. Ich zeige euch das vielleicht noch einmal. Aha. Jetzt muss ich nur meinen Bildschirm freigeben. Du würdest nämlich dann, also wenn du hier mit der J-Taste die Beschneidungswarnung anzeigst, dann siehst du zum Beispiel, wo du außerhalb vom Druckvorraum bist. Ich werde jetzt einmal mit dem Lichterregler ein bisschen rausfahren. Und du hast nämlich dann so setzt er da diese roten Dinger. Ja. Das ist quasi die Anzeige, dass du aus dem Druckfarbraum bist. Und dann korrigierst du sozusagen deine Fotos so lange, bis diese roten oder blauen, diese Markierung weg ist und dann weißt du, dass du definitiv im Druckfarbraum bist. Ah, das ist gut. Das habe ich noch nicht gekannt. Ja, das sind dann natürlich so die Feinheiten vom Lightroom. Was aber natürlich super hilfreich ist, weil ich halt dann mit dem toll arbeiten kann. Und Franz, ich denke mal, weil du hast keine Profile und bist aber trotzdem sehr zufrieden mit der Qualität, wenn ich mir das anhöre. Nein, ich habe schon die Papierprofile. Aber du hast, ja, ist mir schon klar, aber du hast die Profile, aber das sind Drucker nicht profiliert. Weil da, was eine große Gefahr ist, ich kenne Leute, die selber den Drucker profilieren und dann einfach Fehler machen bei der Profilierung und dann sozusagen das System zu Tode kalibrieren. Wenn ich aber die richtigen Papierprofile habe und wenn ich einen Monitor habe, der funktioniert, das ist meiner Meinung nach das Essentielle, dann habe ich auch wirklich gute Ergebnisse. Ja, es ist ja so, bei diesen Canon-Drucker, da werden ja bei der Installation die Profile ja schon mitgeliefert. Genau. Und die verwende ich und das Ergebnis passt, wenn man das richtige Profil anwählt. Ne? Genau, nein, das ist sehr super. Das ist genau. Ja. Also ich drucke auch selbst und ich habe erst mit der Mirage-Software einen anständigen Druck zusammengebracht. Vorher waren die Farben und die Helligkeit, wenn ich über Photoshop gedruckt habe, unbrauchbar. Was für einen Drucker hast du, Uli? Den Pro 1000. Okay. Für Pro 1000 kommt jetzt die neue Canon-Software. Ich werde das auf alle Fälle bei uns im Newsletter schreiben, wenn die verfügbar ist. Und da kommt eben, wie gesagt, eine komplette neue Canon-Software, die wahrscheinlich einem RIP entspricht. Und wenn du jetzt den Mirage hast, dann bist du eh natürlich auf der Superseite. Vielleicht für alle Leute, denen das nichts sagt, Mirage ist eine professionelle Software, eine sogenannte RIP-Software, mit der man halt größere Drucker ansteuern kann, die halt vom Farbmanagement her alle Stücke spielt und wo es darum geht, wenn man einen Rollendrucker hat, dass man maximale Anzahl an Bildern draufkriegt und so weiter. Das ist Mirage, wenn RIP hat vielleicht schon der eine oder andere gehört. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Was vielleicht auch noch wichtig ist, was wir so oft hören, dass die Leute sagen, okay, meine Fotos sind nicht gescheit scharf. Und dann merke ich, es werden die Fotos immer nur am Handy angeschaut oder am Laptop, auf einem miesen Laptop-Schirm. Also wirklich einmal die Fotos auf A3 ausdrucken und dann werdet ihr sehen, dass die Qualität der Bilder
einfach aus der Kamera exzellent ist. Für alle Photoshop-Profis, es hat ja immer unscharf maskieren gegeben, diese ganzen Geschichten. Das ist eher schon ein bisschen, sage ich, aus der Mode gekommen. Das war bei analogen Bildern wichtig, aber digitale Fotos haben also aus der Kamera raus eine derartige Grundschärfe, wo das Thema Schärfen also nicht mehr so wichtig ist wie früher. Also man muss nicht so stark nachschärfen. Und ich sehe da oft, dass die Fotos zu stark geschärft sind und übersättigt sind. Da bitte auch aufpassen. Also zu wenig und zu viel passiert da leider auch oft. Mhm. Habt ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen noch für Dienstleister, wo ihr sagt, ja, da habt ihr besonders gute Erfahrungen gemacht? Ja, was meinst du mit Dienstleister? Ausdrucken lässt. Also ich habe mit Technikon was gemacht, mit der Mirage Software, das war wirklich super. Sehr, sehr guter Support. Ja, also für alle Leute, die im Großraum Wien sind, Technikon ist da ein Dienstleister, die Papiere verkaufen, Drucker, die wir auch gut kennen, also sicher sehr zu empfehlen. Hast du einen Drucker auch dort gekauft, oder? Ja. Und ist der Buch jetzt schon in Druck, der Bildband? Der Bildband ist in Druck, ja, aber ich weiß nicht, ob es ich sollte ein Ende nächster Woche kriegen, aber ob das fertig wird oder ob gearbeitet wird, ich habe keine Ahnung. Okay, verstehe. Geschlossen, ne? Aber ist das zeitkritisch oder? Nein, überhaupt nicht, weil ja die Vernissage und die Ausstellung dazu ja auch abgesagt ist. Okay. Ist das so wie ein. Aber das wäre vielleicht einmal so eine Challenge, wenn ihr schaut, dass ihr mal so ein kleines Portfolio macht und 10 oder 15 Fotos aussucht und die einmal auf A3 druckt oder quadratisch, was auch immer. Also ein großes gedrucktes Bild hat natürlich nach wie vor, finde ich, schaut sehr, sehr edel aus. Na, ich habe die Bilder, die 41 Ausstellungsbilder schon bei mir. Das sind leider 90 mal 60 Bilder und ja, die stehen halt jetzt. Und jetzt drucken lassen, Uli? Die habe ich bei einer Firma drucken lassen, die normal Leuchtschriften herstellt. Ja. Auf Alu-D-Bond. Und das ist, habe ich schon mehrmals machen lassen. Die haben eine super Qualität. Das ist in Linz. Und da habt ihr aber ganz normale JPEGs oder PSD oder TIFF-Dateien angeliefert? Normale JPEGs, ja. Ja. Also, das ist vielleicht auch interessant. Bei den ganzen Dienstleistern werden sowieso JPEGs in geringer Komprimierung angeliefert. Also das ist nicht notwendig, dass TIFF-Dateien geschickt werden. Das ist eher kontraproduktiv, weil die Leute sich dann wahnsinnig schwer dann diese riesigen Daten zu verarbeiten. Und ich weiß noch von Marc und Christine, dass die teilweise so ganz hochwertigen Buchdruck haben und da werden TIFF-Dateien angeliefert. Aber ansonsten ist TIFF eher, sage ich mal, nicht so gebräuchlich. Oliver, was hast du erfahren mit TIFF-Dateien? Na, also ich liefere dem Grafiker immer meine PSD-Daten, der bindet sie dann ins InDesign-Projekt ein. Und wenn der Grafiker sagt, da muss man auch nachsteuern, dann steuern wir einfach ganz einfach noch direkt aus dem InDesign-Projekt. Passt, hey Oliver, im Moment sehen wir nur deine Hände und dein Kopf ist abgeschnitten. Ah, so. Jetzt ist er fest. Lass dich nicht verstecken. Ich meine, natürlich hat der Oliver jetzt insofern einen guten Punkt gebracht. Wenn ich jetzt der Photoshopper bin, dann kann ich natürlich meine ganzen Photoshop-Dateien einbinden und dann diesen Workflow haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Lightroom arbeite, dann exportiere ich die JPEGs auch ins InDesign oder auch in die Fotobuch-Software. Und wenn ich im Nachhinein Korrekturen mache, überschreibe ich einfach das JPEG. Und wenn ihr jetzt Fotos zum Dienstleister schickt, ist nach wie vor sRGB der Farbraum, der am verbreitendsten ist. Aber Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass also Farbräume auch verrechnet werden. Das heißt, wenn das irgendeine Druckmaschine ist, ein Belichter oder zum Beispiel Fotobücher werden entweder belichtet auf einer Inkjet-Maschine oder werden teilweise also auf Inkjet gedruckt, aber teilweise auch nur auf Fotopapier belichtet. Weil früher war es so, dass die Fotografen dann teilweise JPEG-Dateien ohne Farbprofil ins Labor geschickt haben. Dann hat die Software gesagt, okay, wir nehmen ein sRGB. Und das waren dann schreckliche Ergebnisse. Dann haben sie die Leute natürlich wahnsinnig beschwert und das war ein Riesentrara. Aber das ist Gott sei Dank jetzt eh der Vergangenheit.
Also dieses Thema ist Gott sei Dank nicht mehr so wichtig. Also ich habe einmal einen Dienstleister probiert, ich würde jetzt den Namen nicht sagen, und zwar von diesem Testbild, das ihr zuerst gezeigt habt, das habe ich mir ausbelichten lassen und habe das dann selbst bei mir auf den Canon des Pro Platinum ausgedruckt. Ja, das war fast um eine Nuance wesentlich schöner, das meine, obwohl ich habe nur einen 6-Farben-Drucker. Das ist wirklich sehr schön. Der Graukeil, dann die Hauttöne sind sehr gut gekommen, muss ich sagen. Nein, es ist. Ja. Das Problem ist nur das, also die Farbausdrucke sind wunderschön, aber schwarz-weiß ist, geht mit einem 6-Farben-Drucker nicht mehr. Ja. Also das ist begrenzt. Das ist an und für sich schade. Da müsste man wirklich dann auf diesen Pro 1, aber den gibt es ja nicht mehr, was ich gehört habe. Pro 1000 und Pro 100. Das heißt, oder, aha. Wobei das Problem natürlich oder umgekehrt, einfache Drucker so ab 100, 150 Euro können bis A4 eigentlich extrem gute Fotoausdrucke machen. Aber wie du gesagt hast, wenn ich dann gute Schwarz-Weiß-Bilder machen möchte, da wird die Luft im Dünner, weil die haben ja dann 3 oder 4 Grautinten extra für so Sachen. Aber da ist natürlich auch irgendwo einmal dann die Fahnenstange erreicht. Aber es ist schön, wenn du jetzt auch schöne Farbbilder zusammenbringst und du zufrieden bist, das ist ja super. Wäre da der Pro 100 von Canon auch geeignet für Schwarz-Weiß? Das, ja. Schon? Ja. Und die haben teilweise, ich weiß es nicht genau, wie viel Tinten der Pro 100 hat, die haben jetzt aber auch weniger, aber auch verbesserte Technologie. Der Pro 100, meines Wissens, hat er 8 Farben. Ja, mit dem geht es sicher. Ja, aha. Ja, natürlich, die Drucker auch laufend verbessert werden und sie können dann auch bemüht, sozusagen da Drucker zu bauen, mit dem man auch gute Ausdrucke machen kann, weil sie wollen ja andere Sachen auch verkaufen. Mhm. Ja, fein. Dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Ideen, Wünsche habt, schickt mir E-Mail. Ja, Oliver, um Gottes Willen, das Wichtigste habe ich vergessen. Bitte lieber Oliver, Photoshop Challenge. Sehr gut, sehr gut. Du darfst übernehmen, Oliver. Ja, einen Moment. So, jetzt mache ich nur noch schnell das. Jetzt muss ich schauen. Seht ihr jetzt das Druck-PDF an meinem Kaffeekalender? Das habe ich jetzt extra ausgesucht aus dem Archiv. Seht ihr das jetzt da? Ja. Ja, gut. Also, das ist das Titelbild. Beim Druck-PDF sieht man ganz genau, das sind dann da die Schnittmarken, wo dann geschnitten wird. Also das wird alles mit ausgedruckt und bei dem Kalender wollten wir kein braunes Papier verwenden, weil das hätte das Foto ziemlich absaufen lassen, sondern wir haben dann dieses Kaffeepapier gedruckt und das schaut halt jetzt so aus, wie wenn man unsere Bilder sozusagen auf ein braunes Papier gedruckt hätte. Und ich habe da so eine kleine Geschichte erzählt mit diesem Kaffeekalender. Ich habe da so eine Kaffeereise gemacht. Moment, jetzt ist die zweite Seite. Also das heißt, ich habe fotografiert im Hochkönig, in Salzburg, in Wien, in Lemberg und in Berlin. Da sind diese ganzen Bilder entstanden. Und das ist sozusagen der Einleitungstext von meiner Kaffeereise, von Menschen, die ich da besucht habe, die halt einen besonderen Bezug zum Kaffee haben. Und dann sind halt diese ganzen Bilder jedes Monat da hinterlegt. Das ist jetzt eh immer mit irgendwelchen grafischen Elementen oder da mit so einer Kaffeetasse mit einem Abdruck. So schaut halt dann das finale Produkt aus. Also, was darum habe ich jetzt erst gefragt, ob du das Herz angehst, weil das schaut so toll aus. Und was du nur musst aber gedruckt sehen, das ist ein Wahnsinn. Also, wenn wir dann wieder uns in der Realität treffen können, nimm ich eh mal ein Exemplar mit. Wir machen sowieso dann als erstes einen Fotografen treffen, sobald Corona sich beruhigt hat. Und dann können wir das wirklich alles mitnehmen und Kaffee trinken in Realität. Genau. Ja, da können wir wieder Fotopapiere in die Hand nehmen und schön anschauen. Genau. So. Gut, Oliver, jetzt kommst du. Jetzt gebe ich euch noch mein Photoshop-Software frei, weil jetzt schauen wir uns noch die Photoshop-Challenge an. Bitte schickt uns Sachen ein,
Also wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns die Sachen schickt. Seht ihr die Erdbeere? Ja. 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 Also großes Dankeschön an dieser Stelle an Martin Ziegler. Er hat mir diese RAW-Bilder zur Verfügung gestellt. Also er hat mir da so eine ganze Serie von Bildern übermittelt, wo ich sage, bei jedem anderen Bild ist der Fokus woanders. Also da ist er ganz vorn, dann ist er weiter hinten und er wandert dann mit dem Fokus nach hinten. Da könnte man zum Beispiel mit einer Fotostacking-Software ein Bild produzieren, das von vorne bis hinten scharf ist. Dann habe ich mir noch angeschaut, die Bildinformationen von Martin, also er hat das mit Blende 8 fotografiert, eine 160stel Belichtung, ISO 100 hat er gehabt. Er hat mit der Canon EOS R das Bild gemacht und als Objektiv hat er verwendet das EF 100 Makro 2.8, das war das Objektiv. Gut, als erstes Bild bette ich mir sozusagen immer in meinem Photoshop-Projekt die RAW-Daten ein. Also das heißt, ich habe dann sozusagen zwei Bilder mit unterschiedlichem Fokus. Also das eine ist das Bild, ihr seht eh, da ist der Fokus da. Und das andere Bild, da ist der Fokus da vorne auf der Kante. Diese zwei Bilder habe ich mir mal eingebunden in Photoshop und habe das als Smart-Objekt eingebunden. Smart-Objekt heißt, ich kann jederzeit wieder auf die RAW-Daten zugreifen. Und der große Vorteil von dem Ganzen ist, ich habe diese 14-Bit-Farbtiefe dadurch zur Verfügung. Also das heißt, ich habe diese 3,2 Billionen Farben. Also das heißt, wenn ich jetzt da zweimal anklicke, seht ihr jetzt meinen RAW-Konverter? Mhm. Ja, also jetzt geht der RAW-Konverter auf, wo sozusagen dieses Bild mit 14-Bit-Farbtiefe zur Verfügung steht. Und jetzt mache ich mal meine RAW-Konvertierung. Das erste ist, ich schaue mir immer mal die Objektivkalibrierung an. Das heißt, ich hacke mal da an, chromatische Aberrationen entfernen und dann schaue ich mir noch Profilkorrektur. Da tut sie nicht viel, weil das ist ein sehr hochwertiges Objektiv. Das Einzige, was ein bisschen rechnet, sind da die Ränder dort ein bisschen aufhellen, dass es homogener wird. Ja, ist in dem Fall jetzt nicht notwendig. Ja, und dann mache ich halt noch die RAW-Konvertierung. Martin, mit was für einem Licht hast du das fotografiert? Mit Blitz. Mit Blitz? Ein Blitz? Mehrere Blitze? Zwei. Wie viele Blitze? Zwei. Links und rechts. Aufsteckblitz oder durch einen Diffusor durch? Durch einen Diffusor über so eine Fotobox. Ja. Und ah, okay, so ein Lichtzelt. Ja, so ein Lichtzelt habe ich und da habe ich links und rechts eingeblitzt. Okay, also da hast du ein diffuses Licht und trotzdem ist da, sind da so Reflexe, die das Bild also sehr schön machen. Also fotografisch einmal sauber gelöst, ja. Das, da tut man sie natürlich dann, wenn man das nachher bearbeitet, irrsinnig leicht, diese Bilder zu bearbeiten. Also für meinen Geschmack ist die Belichtung vielleicht eine Spur zu dunkel. Der würde jetzt ein bisschen aufhellen, so ungefähr. Dann würde ich vielleicht die Sättigung ein bisschen erhöhen. Wir wollen ja ein schönes, farbenprächtige, appetitliche Erdbeere haben. Und dann würde ich auch die Struktur erhöhen. Wenn wir die Struktur erhöhen, dann wird sich das sehen, wie da plötzlich, ich mache es da ein bisschen größer. Ich tue jetzt nochmal den Regler zurückstellen. Schaut, so soft und so, da kommt diese Struktur. Also richtig schmackig wird es dann. Bei der Klarheit schauen wir auch noch ein bisschen. Ja, können wir auch noch ein bisschen nachregeln. Okay, gut. Jetzt mache ich es wieder kleiner. Ja, und das wäre es eigentlich, weil er hat sich schon sehr hochwertig fotografiert. Und das wäre sozusagen einmal meine RAW-Entwicklung für das eine Bild. Möchte ich jetzt exakt diese Einstellungen auf mein RAW, auf das zweite RAW-Bild übertragen, kann ich jetzt da die RAW-Konvertierung speichern, indem ich einfach da dieses Profil speichere. Das sage ich einfach speichern. Das nenne ich jetzt Martin 1. Jetzt bestätige diese RAW-Konvertierung. Und der linke Bildteil ist jetzt sozusagen schon konvertiert. Also das ist die Konvertierung. Jetzt müssen wir noch den rechten Bildteil konvertieren.
Und jetzt brauche ich nur da dieses Profil aufrufen, das ich vorher angelegt habe. Wie war der Name? Martin 1. Ja, das war jetzt der Test, ob es eh alle aufpasst. Gut, so, laden. Aber weißt du, alle, weil ich glaube, da sitzen nicht die Leute rum, die dann die Gruppe mitleiden, wie du das umständlich machst. Ja. Ja, ja, Jungs, ich sage euch nur eins, wenn ihr dann das fertige Photoshop-Projekt seht, hat das einen Grund, weil ich muss meine Photoshop-Dateien so aufbauen, wenn der Kunde jetzt sagt, lieber Herr Bader, ich hätte da und da einen Änderungswunsch, deswegen muss ich so arbeiten, weil dann kann ich immer wieder noch, je nachdem, was der Kunde ändern möchte, eingreifen und sozusagen einen non-destruktiven Workflow. Das ist die Basis, sonst geht es gar nicht anders. So, jetzt haben wir mal die Rohkonvertierung gemacht und ist jetzt fertig. Ja, und als nächstes müssen wir jetzt da noch diese Stäbchen weg und diese, ich sage einmal, diese Blätter da gefallen mir jetzt auch nicht so richtig. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen... absichtlich drauf lassen. Martin hat sich so bemüht mit seinen Stäbchen. Na, die Stäbchen hast du weg dann, Martin, oder? Ja, die habe ich weg dann. Ja, ja, ja. Ja, also ich sage einmal, das Ziel ist es ja, es sollte am Ende des Tages ein Bild entstehen für einen Eishändler, der das dann sozusagen als Startbild für seine Homepage nutzt. Das heißt, jeder Kunde, der diese Homepage sieht, kriegt einen totalen Booster auf Erdbeiß. Das ist jetzt mein Ziel. Gut. Das heißt, ich habe das Ganze freigestellt und habe aus dem Internet ein Bild heruntergeladen und mir gedacht, okay, da gefällt mir sozusagen die Blätter und die werden wir sozusagen in dieses Projekt einbauen. Das hat dann final so ausgeschaut. Also das heißt, da waren dann schon einmal die Blätter da. Ihr seht, ich habe es freigestellt. Jetzt ist nur mehr sozusagen der weiße Hintergrund. Ich muss jetzt da noch ein paar Sachen einschalten, ein paar Ebenen. Ja, da ist eh schon alles eingestellt. Jawohl. Gut. Ja, und dann habe ich noch einen Look gemacht. So, aber irgendwo fehlt mir da noch was. Na, da ist alles eingeschalten, die Frucht. Siehst du, das ist sozusagen jetzt dieser Effekt live. Ah, da fehlt noch was. Haha. So. Na, da ist eh alles eingeschalten. Ha, wo ist das? Irgendwelche Vorflecken, Oliver. Ja, ja, ja. Da muss ich irgendwo noch eine Maske ausgeschalten haben im Projekt. Aber wo ist das jetzt? Wisst ihr was? Kurz und schmerzlos, ich schließe das. Es erfreut mich sehr, wenn der Photoshop-Profi einmal einen Ebenenverwirrung hat. So geht es mir immer. Ich schätze, da sind 100 Dateien drinnen. 100 Ebenen in dem Photoshop-Ding. So, schalten wir das Ganze nochmal ein. Da, da. Da der Hintergrund, da, da. So. Irgendwo ist da eine Maske, fällt mir da. Ah, das passt alles. Karl, kannst du kurz übernehmen? Ich suche den Fehler schnell da. Ja, klar. In der Datei. Es tut mir leid. Aber man sieht eigentlich auch, dass der Photoshop-Profi, du bist jetzt endlich aus dem Olymp heruntergestiegen zu uns Normalsterblichen und hast das gemacht, was wir jeden Tag machen. Naja, zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich habe diese Datei heute am Nachmittag bekommen, habe sie schnell bearbeitet. Nein, Oliver, und jetzt muss ich nur schnell kurz schauen, wo ich die Maske einschalten muss, dass das dann hinhaut. Aber Oliver, ist aufgefallen, wie der Karl dreckig lacht. Nein, ich muss jetzt einmal sagen, ich habe jetzt auch... Wie der Karl dreckig lacht, schau mal. Du Wolfgang, ich muss aber sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen alle Photoshop-Tutorials mitgemacht und habe mich gleich mal um 300% verbessert. Und ich werde jetzt auch mehr Photoshop anwenden, aber ihr kennt es mir, ich bin ja eher so der Lightroomer. Aber natürlich, was uns der Oliver gesagt hat, ist schon großartig und... Ja, das Problem ist, er braucht ja für ein Foto machen keine Kamera. Genau. Ich hätte eigentlich eine Frage. Arbeitet irgendwer mit dem Capture One?
Du, es gibt's, also hier, also es gibt anscheinend wieder immer wieder Leute, die mit Capture One arbeiten, aber wir haben auch schon mal versucht, einen Kurs auszuschreiben, aber er ist nicht zustande gekommen. Und Capture One ist ein toller Raw-File-Converter, der vielleicht in gewisse Teilbereiche besser ist. Aber Photoshop und Lightroom ist halt einfach der Standard, wenn es um Bildbearbeitung geht. Also ich arbeite mit der Fuji X-T3. Also ich habe den Fehler. Und arbeite mit, mal kurz, Oliver. Mit dem Fuji Express. Ja. Ja. Du hast ja. Den Raw-Converter öffnen. Die Qualität ist wirklich besser. Und also im Fuji dann, Express? Im Fuji Express oder im Capture One? Capture One, ne? Das ist das kostenlose Fuji Express, das Capture okay. One. Okay. Und ich tue es mit dem RAW-Converter öffnen und die Qualität ist super. Und schicke es dann zum Photoshop. Nein, das ist eh ein super Workflow. Das Problem ist ein bisschen, dass Adobe im Moment irrsinnig schlampt. Die haben zum Beispiel die EOS R, haben teilweise irrsinnig schlechte Profile gehabt. Die haben auch keine gescheiten Olympus-Profile. Und jetzt gibt es aber eine neue Profilfunktion in der Bridge und im Lightroom, wo das ein bisschen besser ist. Aber das ist halt der Nachteil, dass Adobe so marktdominant ist und ja. Die sich jetzt bemühen müssen. Und Capture One hat da bei gewissen Kameras die Nasen ja. Vorn. Also der RAW-Converter ist einfach, die Ergebnisse sind besser, das muss man sagen. Aber dann die Weiterbearbeitung ohne Photoshop geht es dann nicht mehr. Okay, Oliver, jetzt darfst du wieder. Okay, ja. Vielen Dank für diese kurze, wichtige Pause. So, ich gebe euch wieder meinen Bildschirm frei. Aber das heißt, heute haben wir den Oliver ein bisschen geschlagen. Ja, genau. Schau dir das an. Ich habe dir vorausgesagt. Ja. Gut, also seht ihr die Erdbeere? Ja. Ja, also das war sozusagen das Originalbild von Martin Ziegler und ich blende euch jetzt alle Ebenen wieder ein und das habe ich dann draus gemacht. Also schaut's nochmal, keine Blätter da im Hintergrund, ich habe die Erdbeere ein bisschen gekippt und ich habe einen eigenen Hintergrund dazu gemacht. Und der rieselnde Staubzucker fällt uns noch. Ja, genau, aber ich habe heute, ich habe das schnell in einer Dreiviertelstunde gemacht, wenn ich da mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das auch noch machen können. Aber gute Idee, sehr gerne. Super, Oliver, super. Also, da würde ich dich bitten, dass du dem Martin dann auch das Foto schickst, vielleicht. Aber ich mag kein Rosa. Ist der Martin noch da? Ja. Wenn der Martin sagt, das gefällt mir, dann stelle ich dir natürlich dieses Bild zur Verfügung. Der Martin mag kein Rosa, der will einen anderen Hintergrund, aber das ist eh kein Problem. Naja, aber schaut her, das ist ja kein Problem. Wenn man das so aufbaut wie ich, so flexibel, dann braucht man nur da sagen, okay, ich ziehe das jetzt nur einer, setz jetzt das Farbfeld. Ja. Was ist denn für ein Hintergrund? Komplementärfarbe. Oder blau. Schaut, jetzt ist man da total flexibel. Hm. Ich muss nur da oben kurz den finalen Look ausschalten. So, jetzt sind wir total flexibel. So, Martin, welchen Look, welche Farbe willst du haben? Ist ein bisschen ins Gräuliche. Ins Gräuliche, so? Oh ja. So, jetzt seht ihr, der Schatten, alles bleibt. Genau. Alle Bearbeitungen. Ich wünsche mir dann nur einen Scheinwerfer hinten, einen Spot, was dem mein Lieblings. Bitte, dann mach ich den Scheinwerfer, den Spot. Ja, bitte, Martin. Oliver, wenn es okay. Geht. Dann machen wir den noch so. Der Karl hat ja das schon gelernt diese Woche, wie das geht. Bei ihm im Spot, immer in Leitung macht, muss er das aber zugeben, dass ein Photoshop schöner wird. Das schaut total cool aus. Also ich nehme mal weiche Kante bei der Auswahl, zieht man da Auswahl auf, so ungefähr. Jetzt nehme ich da Einstellungsebene, Gradationskurve, mache da jetzt das heller, da wo die Auswahl war. Und jetzt entsteht da hinten so ein Spot. Ja, sehr schön. Diesen Spot kann ich jetzt noch in der Größe transformieren, weil ich sage, für meinen Geschmack ist er mal ein bisschen zu klein. So. Ja, und jetzt habe ich da hinten noch so einen Spot. Und ich kann auch wie beim Theater jetzt den auch noch bewegen. Also das heißt, ich erspare mir da einen dritten Blitz und kann sozusagen das Hintergrundlicht selber synthetisch erzeugen. Wenn es das jetzt so gefällt, Martin, stell dir das Bild so zur Verfügung. Ja, danke. Gefällt mir. Da gibt es aber noch, da gibt's noch eine Funktion, und zwar über Filter, Rendering-Filter, Beleuchtungseffekte. Da kann man auch diese Hintergründe einstellen. Ja, aber
Franz, das Problem, was du dabei hast, du kannst das nicht auf einer Einstellungsebene machen, sondern musst das auf einer Pixelebene machen, also direkt am Bild, und dann brennst du das direkt in das Bild rein. Das heißt, du kannst dann nicht mehr sagen, ah, jetzt will ich eigentlich den Hintergrund. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich versuche halt immer, meine Photoshop-Projekte so aufzubauen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ah, das Rosa gefällt mir nicht, mache ich einen Handgriff und 5 Sekunden später ist das Bild wieder geändert. Aber bitte signieren, Oliver, sonst nehme ich es nicht. Nein, das signiere ich nicht. Das ist dein Bild. Bitte signieren. Ich bin ja nur derjenige, der die Retusche gemacht hat, also so. Der Retoucher. Ja, na, aber ich würde das Bild gerne morgen auf meinem Blog veröffentlichen. Und ja. Genehmigt. Ja, so, jetzt schalte ich wieder zurück zum Karl, liebe Leute, einen Moment. Na, wo ist das? Da zum Stoppen. Okay, Karl, die Show gehört dir. Ja, wunderbar. Also dann würde ich mal sagen, herzliches Dankeschön fürs Mitmachen. Wir sind heute wieder an die 20 gewesen, also super, super Beteiligung, und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, schöne Woche, und wir sehen uns am nächsten Sonntag, und wir werden uns auch wieder irgendwas Interessantes einfallen lassen. Wir werden dann so Dienstag, Mittwoch werden wir das Programm bekannt geben. Vielen Dank. Nächsten Sonntag. Also das war heute schon sehr, sehr hochwertig, muss ich sagen. Danke. Danke. Zu Ostersonntag sehen wir uns wieder, liebe Leute. Genau, danke, ciao. Und der Osterhase. Hallo, tschüss. Mein Original, bitte.